Der alte Wirt in Mauern darf sich demnächst Promi-Gaststätte nennen. Uwe Penner, Inhaber von Uwe-Konzerten, hatte anlässlich seines 50. Geburtstags eine illustre Gesellschaft eingeladen. So gaben sich Radiomoderator Ali Khan, Country-Star Sylvia Ray, Juri Ciabatta, Rock, bayerischer Rock aus dem Oberland, auch bekannt wahrscheinlich jetzt aus den Kinofilmen Tödliche Verbindungen, da hat der Kommissar auch das gerechnet. Sowie Hermann Dunkel von der CCR Tribute Band ein lustiges Stelldichein. Da wollte natürlich auch die Politprominenz nicht abseits stehen. So konnte Moosburgs Altbürgermeister Toni Neumeier mit dem ehemaligen Bezirksvorsitzenden der Bayernpartei, Franz Hoffmann, von Zeiten träumen, als Bayern noch kein Einparteienstaat war. Die schlagkräftigsten Argumente hätte da aber wohl die Tochter des Geburtstagskindes gehabt. Claudia Penner ist amtierende hessische Boxmeisterin im Mittelgewicht.